geht schon wieder los. Wir wirbeln heute richtig über den Stepper mit einer schönen Step Advanced Choreografie. Die Choreo, die kennt ihr schon von dem letzten Step Intermediate Video, beziehungsweise auch von dem letzten Easy Step Video, denn jetzt haben wir die Weiterführung von den Zweien. Jetzt wird es nochmal ein bisschen anspruchsvoller. Wir machen noch ein paar Wechselschritte rein, wir machen noch ein paar Drehungen rein und dann, wie gesagt, wirbeln wir so richtig über den Step. Falls es dir zu anspruchsvoll wird, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, Step Intermediate davor zu machen. Ansonsten würde ich sagen, du kannst dich jetzt richtig freuen, denn diese Choreo übe ich heute mit dir. Ich bin nämlich am Wochenende, am Samstag eingeladen, auf eine Convention, wo ich ganz live mit den Menschen trainiere. Also falls du auch mal Lust hast, mit mir ganz live über den Stepper zu wirbeln, dann check doch auf jeden Fall mal die Events aus auf meinem Kanal. Ich bin auch auf Fitnessreisen und so weiter unterwegs. Ich würde mich nämlich megamäßig freuen, den einen oder anderen mal ganz live kennenzulernen. Wenn ihr hier immer mit mir im Wohnzimmer steppt, dann warum nicht auch mal live vor Ort? Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Step-Advance-Stunde. Bis gleich auf dem Step. Atme tief ein und aus. Tief einatmen und aus. Zwei Stück noch. Tippfront rechts und links. Wie immer grooven wir uns ein bisschen ein. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, den Stepper auf die niedrigste Stufe zu stellen. Denn wir werden sehr viele Wechselschritte drüber machen und so fällt es dir ein bisschen leichter. Wir nehmen die Arme mit. Wir machen ein kleines Mini-Warm-up, aber wirklich nur Mini. So, dass wir gleich schon mit Block 1 beginnen. 24 Zählzeiten haben wir. Wir sind bei 130 Beats per Minute. Nimm die Arme richtig schön mit. Rechts und links. Schwing dich ein bisschen warm. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Achtung, diagonal Tap. Noch 4, noch 3, noch 2, Achtung, nochmal Tap Front. Wir streicheln den Stepper auch immer, versuchen so wenig Geräusche wie möglich zu machen. Nicht nur wegen den Nachbarn, auch wegen deinen Gelenken. Nochmal, diagonal Tap. Nimm auch hier mal die Arme mit, rechts und links. Nochmal, Tip Front. 4, 3, 2, diagonal Tap. 4, in Front. Nochmal Tap Side, diagonal. Letzte Runde. 4, 3, und in die Seite. Nochmal. Und diagonal. Gib mir mal Double Tap, Double Tap, Double Tap. Und schau, dass du deinen Stepper nicht wegschiebst, gell? Das passiert mir auch immer, ich kick den manchmal weg. Zack, zack. Bleib dabei. Wir grooven ein bisschen. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Achtung, Step Touch. So, wir kommen auf den Step mit dem ganzen Fuß. Versuch auch immer den ganzen Stepper zu treffen. Sonst ist die Abrutschgefahr einfach zu groß. Und nimm die Arme ganz locker mit. Ganz locker. Machen sie erstmal groß. Noch 4. Noch 3. 4. 3. 2, gib mir die Lift. Richtig schönes Knie nach oben. Und zwar höher als Hüfthöhe in Richtung Brust. Wie gesagt, wir wollen ja warm werden. Nimm den Ellenbogen mit. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Gib mir gleich schon. Repeat für 3. 3, 2, 1.
auch hier, wir sind nicht hier unten, sondern Energie. Cardio-Training. Höp. Keine Angst, ich mache euch jetzt noch nicht kaputt. Die Choreo, die hat es noch in sich. Gib mir ein Repeater 3. Und Basic. Basic. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Repeater 3. Und Basic. Nimm die Arme ein bisschen mit. Duck, duck. 4. 3. Repeat 3. Und Basic. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Nochmal. Repeater 3. Achtung, wir verändern die Arme ein bisschen. Und zwar hier. Lang, komm tief. Lang, komm tief. Noch 4. 3. 2. Und der letzte. Repeat 3. Basic. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Letzte Runde, Repeat 3. Und dann sind wir hoffentlich warm. Basic. Noch 4. 3. 2. Und letzte. Tap up. Wir starten mit Block Nummer 1. Du kannst jederzeit was trinken. Ich habe mir immer so angewöhnt, nach jedem Block dir zu feiern, eine Trinkpause zu machen. Du kannst aber natürlich auch vorspulen, ja? Top. Hup. Richtig schön, ganzer Fuß drauf. Wir brauchen ganz viele Push für Block Nummer 1. 2 Push, ein Knee-Lift, 3 Push. Los geht's, 2 Push. 1, 2, Knee-Lift. 3 Push. Gib mir nochmal Tab ab. 4, 3, 2 Push. 1, 2, 1 Knee, 3 Push. Tab ab. 4, 3, nochmal 2 Push. Wenn es komplizierter wird, komme ich mit Sicherheit zu dir. Hip, tap up. Wollte ich schon. Okay, ich komme schon. 4, 3, 2 Push. So gewöhnt man sich auch an die Rückansicht. 3, 2, 1. Tap up. Wunderbar. Sodelein. 2 Push. E-Lift. 3 Push. Tap up. Wir lassen diesen einen Push weg und verändern ihn. Ein Push. March. Knee-Lift. 3 Push. Tap up. Wunderbar. Wir lassen die Tabas noch drin, sodass der Kopf noch nicht so schnell sein muss für den Anfang. Push. March. Knee lift, 3 Push, Tab up. Habt ihr 3 Push verändert, also schau nochmal zu. 4, 3, 1 Push, Push, March, Knee lift, 3 Push. Oben, unten, oben, Tab up. Okay, am besten immer über Kreuz vorne, aber geht auch beides. Let's go, 1 Push, March, Knee lift. Komm hoch, push und rück. Tap up. 4, 3, 2, let's go. Push, march, knee lift. Komm rüber, push, tap up. So, Füße haben wir sortiert. Ich hoffe, Füße haben wir sortiert. Push, march, knee lift, rüber. Ich verändere eine Kleinigkeit in 4, 3, 2, Push,
Push, Knee Lift, Tab Up. So, wir machen einen Push. Mit dem March drehen wir uns ums Eck, kommen auf den Step. Push, dreh dich über rechts, Knee Lift rechts, rechts Push und komm hoch. Da sind wir schon wieder. 4, 3, 2, let's go. Push. Dreh dich, Knee Lift. Linker Fuß rück. Rück. Tab up. 4, 3, 2, let's go. Hopp. Zack, zack, Knee Lift. Rechter Fuß. Puh. Tab up. Wir sind bereit, oder? Für was dahinter? 2 Push, 1 Push. Let's go. Push. Dreh dich. Knee Lift. 2 Push. Push. Push, 1. Tab up. 4, 3, 2, and go. Zwei Push. 1 Push. Tab up. Schon gleich die nächste Veränderung. And go. Push, dreh dich. Knie, hinten. 2 Push Boden. 1 Push oben. Tap up. 4, 3, 2, and go. Zwei Push Boden. 1 Push oben. Tap up. Aus den 2 Push. Machen wir einen schönen Tango. Natürlich mit Arme. Die Arme kommen in die Luft. Arme in die Luft. Hoch, hoch. Und push. Tab up. Nochmal. Da sind wir noch. Beim Intermediate. Tango. Und push. Tab up. Gut. Bleib dabei. Tango, Push, Tab up. Hast du gesehen? Bleib mal dabei bei dem, was du kannst. Wir bauen 2 Wechselschritte ein. Einmal hier und einmal hier. Push. Das hatten wir auch noch im Intermediate, gell? Ich glaube, ist schon 2 Wochen her, muss ich gestehen. Go. Als ich das gedreht habe. Knie, Wechsel. Bap, bap, bap. Hinten, Wechsel. Push. Tango. Den brauchen wir noch. Tab up. 4, 3, let's go. Push. Dreh dich. Wechsel. Push. In den Tango. Ich glaube, wir sind auch rübergegangen, oder? Wir probieren es mal. Kleine Änderung. Du bleibst bei dem, was du kannst. Easy. In den Tango, mit dem Push nach Hause, Tab up. So die Line, let's go. Push, dreh dich, Knie. Hier open up, komm rüber, in den Tango, in den Push nach Hause, Tab up. Das war, glaube ich, die Intermediate-Geschichte. Pam, Knie, Wechsel, bam, badam. Tango. Push rüber nach Hause. Tab up. Wisst ihr was? Tab up. Da kommt noch was dazu. Das war nicht alles. Bleib im Tab up. Ich komme wieder. Ich musste kurz den Step richten. 4, 3, let's go. Auf rechts. Hopp. Knie, Wechsel. Tango und Push nach Hause. Tab up. So, bleib bei dem, was du kannst. Ich komm wieder. Bleib im Tab up. Tab up. Ich zeig's dir 2-mal. Du schaust zu, guckst, was ich verändert habe
Und dann baust du die Änderung ein. Ich sag auch, wo ich was ändere, okay? 4, 3, 2, let's go. Push statt March machen wir hier ein Cha-Cha. So gewinnen wir ein bisschen pup, 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 Tango und ein bisschen Geschwindigkeit. Hier müssen wir dann ein bisschen schneller werden. Mit einem Push Cha-Cha, weil wir hier mehr Zeit brauchen. In den Tango. Komm mit dem links, tack. Ganz schnell wieder zurück. Jetzt komm mit, let's go. Hop, cha-cha. Knie, wechsel. Hop, in den Tango. Und jetzt rechter Fuß ganz schnell. Duck, duck. Go. Tango. Und bam, bam. Nochmal, rechts und links. Go, go. Hop, cha-cha. Knie. In den Tango. Und bam, bam. Tap up. Nochmal. Let's go. Tango. Block Nummer 1 noch einmal. Push, cha-cha. Push, cha-cha. Knie, wechsel. Bam, bam. In den Tango. Und bam, bam. 4, 3, let's go. Push, cha-cha. Knie. Bam, bam, bam. Tango. Und zack, zack. Tab up. Block Nummer 1 geschafft. Wir machen Block Nummer 1 gleich nochmal kurz. Aber du darfst nochmal trinken, weil ich möchte auch mal Face-to-Face zu dir machen, damit ich dich vollkommen verwirre. Ein bisschen Reggaeton Beat. 4, 3, 2, tap up. Gut. Ah, ich wollte ja face to face. So machen wir das. Nochmal Block Nummer 1, okay? Dann tap up, dann Block Nummer 2. Los geht's. Push, cha-cha. Push, cha-cha. Ich bin dein Spiegelbild. In den Tango. Und zack, zurück. Tap up. Spiegelbild. Push. Hop. Tango. Push nach Hause. Tap up. Bleib im Tap up. Gut, wir starten mit Block Nummer 2. Und bei Block Nummer 2 machen wir folgendes. Bleib erstmal face to face und wechsel dann in 4, 3, gib mir Repeater 3. Und tap up. Nochmal, Repeat 3. Tap up. Repeat 3, schon mit Änderung. Repeat 3 können wir ja. Nochmal. Knee. Push. Push. Tap up. Go. Knee. Push. Push. Zuschauen. Änderung. Push. Push. Double push. Ein kleiner Cha-Cha. Bam, bam, bam. Push. Push, tap up. Nochmal, double push. Zack, zack, zack. Push, push. Gut. Bleib im tap up. So. Tap up. Wir starten einmal so zum Rücken zu dir. Genauso wie du es kennst. In 4, in 3, in 2. Und los geht's. Kleine Cha-Cha, Cha-Cha, push, 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 tap up. 4,
3, 2, nochmal Double. Kleine Änderung, du bleibst dabei. Tab up. Nochmal Double, Double, Hop. Hinten, vorne. Go. Double, hinten, vorne. Go, go. Double, hop. Push. Kleiner Mambo nach hinten. Nochmal Double, Double, hinten, vorne. Tab up. Double. Der Double wird zum Open Up. Und dann kommen wir wieder zurück nach Hause. Öffne auf. Rechts und hinten. Komm wieder zurück. Der rechte Fuß arbeitet, der linke bleibt eigentlich stehen. Jetzt hier. Hinten. Arbeiten. Nochmal. Rechter Fuß. Open Up. Hop, hop. Hinten. Komm zurück. Go, go. Kleiner Slide zurück, okay? Bam, bam, Mambo. Hinten Slide zurück. Ich bin einfach immer zu faul, drüber zu steigen. Und sieht irgendwie schöner aus, gell? Slide. Nochmal. Hop, hop. Slide. Tab up. Letztes Mal ohne Änderung. Tab up. Soda Line. Wir setzen uns hinten ran. In 4, 3, let's go. Open up. Hop. Knee lift. Und knee lift. Open up. Hop, hop. Knee lift. Und knee lift. Nochmal. Wir verändern den Knee Lift ein bisschen. In ein Kick, Kick und Knee Lift. Nochmal, open up. Kick, Kick und Knee Lift. Open up. Kick, Knee Lift. Wir verändern Tab up. Nochmal den Kick in ein Kickball Change. Mit einem Twist. And go. Open up. Hop, hop. Hinten. Kick. Ball change. Twist. Oh, oh. Den Knee Lift hat's vergessen. Aber schaffen wir. 4, 3, 2, open up. Kick. Hop, kick. So. Schon wieder den Knee Lift vergessen. Wir setzen ein paar Tab-Ups hinten, ein paar Basics hinten ran. Zack, zack, hopp. Kick, Basic, Basic. Jetzt Knee Lift. Tab up. Zwei Basics, ein Knee Lift. Hoffentlich kriege ich das besser hin. Kickball Change. Basic, Basic. Knee Lift. Tab up. Du merkst schon, ich gehe mit dem Basic ein bisschen ins Eck. Da treibt es mich auch hin. Hop, hop, Knee Lift, Tab up. Gut, pass mal auf. Open up. Kickball Change. Dreh dich. Basic, Knee Lift. Wir machen einen Turn. Schau nochmal zu, wir verändern den Turn nämlich auch schon gleich. Und dann bist du mit dem Rücken zu mir und dann wird es schwierig. Bam, bam. Turn, tap, tap, komm tief, Knee Lift. Okay, also mit einem kleinen Elvis. Der Elvis muss nicht groß sein. Theoretisch darf es auch nur ein Tap sein. Hop, hop, tap, tap, Knee Lift. Das brauchen wir. Diese Taps nach unten. Let's go. Open up. Kick. Dreh dich. Tipp unten und Knee Lift. Tab up. Gut. So meint, so gut. Da kommt noch was dazu natürlich.
back, hop, tap, tap, knee lift. Wir brauchen nur noch einen Tap. Du machst weiter mit dem, was du kannst und versuchst so gut es geht, über die Schulter zu schauen und zu gucken, was da passiert. Push. Knee lift, tap up. Open up, auf rechts, open up. Kick, ein Tap, tap, dreh dich zurück und Knee lift. Tap up. 4, 3, 2. Aus 2 Taps machen wir nur noch einen. Komm hoch. Tipp, dreh dich gleich wieder zurück. March, Knee lift. Tap up. Gut, bleib dabei. Als nächstes kommt der Knee lift drin. Der letzte. March, Knee lift. Tap up. Oh, oh. Nochmal, open up. Ich komme wieder zu dir, ich verspreche es. Hop, kick. Tap up. So, jetzt habe ich es. Open up, auf rechts. Nochmal zuschauen, sicher gehen. Der letzte Knee lift. Push. Achtung, wird hier zum Push. Zack, zack. Tap up. 4, 3, 2, nochmal. Open up. Komm mal in die Advanced-Richtung. Ein Push tief. Dreh dich weiter. Rechter Fuß, Push. Zack, zack. Tap up. Go, go. Hop, hop. Weißt du, was jetzt passiert? Hop, zack, zack. Tap up. Wir nehmen diesen Wechselschritt mit rüber, über den Step, und dann machst du es. Kick. Rüber, Wechsel, Tap up. Go! Tief. Hop, hop, rüber, Wechsel, Tap up. 4, 3, das ist er. Push, push. Knie. Kick. Rüber. Wechsel. Tap up. Oh. Tap up. Ich war ein bisschen zu euphorisch. Ein Schritt zu viel. Tap up. Wir machen das Ganze aber nochmal. Keine Angst. Block Nummer 2. In 4, 3, 2. Let's go. 5, 6. Hop, hop. Bam, bam. Tap up. 4, 3, 2. Go. Open up. Kick it. Back, back. Hop, hop. Tief. Hop, hop. Tap up. Einmal face to face, tap up. Einmal face to face, nur zum Üben. Dann kurz Trinkpause. Und dann machen wir. Warte mal kurz. Wir machen 1 und 2 zusammen. Face to face, okay? Also, Nummer 1, push, cha-cha, knee ball change. Und dann kommen wir rein. In 4, in 3, 4, 3. Nummer 1, push, cha, cha. Hop, back, back, back. Rüber, Tango. Und schnell, back, back. Push, cha, cha. Push, cha, cha. Knee, change. Rüber, in den Tango. Und schnell zurück. Tap up. Nummer 2. Open up, hop, hop, kick, dreh dich, push, rüber, Wechselschritt. Nein! Schon wieder! Hast du gemerkt? In 4,
In drei. Ich schaffe es noch. Vier, drei. Open up. Auf links. Tief. Step up. Siehste, ich schaff's. Okay. Wir bleiben dabei. Ganz locker, trinken einen Schluck. Vielleicht üben wir nochmal zwei, oder? Was sagst du? Ich würde dir so gerne jetzt in eure Gesichter schauen. Aber macht nichts, wenn es gerade nicht geklappt hat. Nachher klappt das. Das ist meistens so. Zum Finale dann. Vier, drei, let's go. Wir machen nochmal eins und zwei und ich mit dem Rücken zu dir. In vier, in drei, vier, drei, zwei, and go. Push, cha-cha. Rüber, in den Tango. Step up. Nochmal, push, cha-cha. Rüber, in den Tango. Open up, Nummer zwei. Das wird übrigens nachher auch knifflig, dieser Übergang. Push. Rüber. Tap up. Das ist einfach nur ein Rübersteigen, Niki. Einfach nur ein Rübersteigen. Open up. Kick. Hop, push. Dreh dich weiter. Tap up. Vier, drei, nochmal von vorne. Push, cha-cha. Und dann Nummer drei. In den Tango. Push rüber. Go! Choreo, die geht in Fleisch und Blut über. Da muss man nachher nicht mehr denken. Open up. Step up. Vier, drei, open up. Gut. Gib mir Knee Lift March. Nummer 3. March. Knee Lift March. March. Nochmal. Knee March. Knee March. Marschier. Go, go. March. Bleib dabei. Überkreuz. Kopf, zack, überkreuz. Gut, bisschen Hüfte. Tap up. Wir setzen zwei Push rein, March und Basic. Überkreuz, Flieg, Flieg, zwei Push, March, Basic, Tab up. Vier, drei, Flieg, zwei Push, March und statt im Basic schon im Mambo. Fühlt sich nachher einfach schöner an. Das werdet ihr gleich merken. Überkreuz. Zwei Push. March und Mambo. Tap up. Ich ersetze diese zwei Push. Aufpassen. Flieg. Zwei Push. Marschier. Mambo. Tap up. Mit einem Kickball Change. Du drehst dich zum Step, flieg,
Schwung hier mit. Dreh dich weiter, weiter rechts. Kickboard, Change, March, Mambo. Tempo. Vier, drei, go. Dreh dich. Kickboard, Change, Mambo. Tap up. Wir müssen nur noch die Marches ersetzen durch zwei Cha-Chas. Vier, drei, dann haben wir Block 3 schon. Das ging schnell. Kickball, Change, Cha-Cha, Cha-Cha, Mambo. Tap up. Wenn du jetzt Platz hast, kannst du mit dem Kickball Change dich richtig breit machen, okay? Go. Dreh dich. Kickball, Change, Cha-Cha, Cha-Cha. Tap-up. Nutz deinen ganzen Raum, den du hast. Oder halt auch nicht hast. Mach dich breit. Hop, hop. Cha-cha, cha-cha, Mambo. Ohne Tap-up dazwischen. Rechts und links. In 4, 3, 2, let's go. Hop, hop. Hold change. Mambo. Flick. Ball change, zack, zack, zack. Mambo, tap up. Basisblock Nummer 3, auch den machen wir face to face. Und bevor wir noch eine kleine Pause machen, machen wir folgendes. Wir machen 1, 2 und 3 zusammen, okay? 4, jetzt erstmal nur 3. Flieg, langes Bein. Kickball change. Oh, oh. Mambo, da kicke ich ihn wieder rum. Cha-cha, cha-cha, Mambo, tap up. Gut, bereit? Wir starten Block Nummer 1, Block Nummer 2 und Block Nummer 3 in 4, 3, gleich Nummer 1. Push, cha-cha, knee, Wechsel, push, in den Tango. Rüber, tap up. 4, 3, 2, go! Tango. Push, tap up. Nummer 3, 2. Starte ich schon gleich mit Nummer 3 hier. Komm rüber, wechsel. Wieder nach Haus. Tap up. Open up mit links. Hop, hop. Kick. Push. Nummer 3, flick. Mambo. Flick. Und Mambo, Tap up. So, trink ein Stückchen. Ich würde sagen, wir machen nochmal. Genau so. Mache ich nochmal mit dem Rücken zu dir. Und dann weißt du ja Bescheid. Tap ups raus, schneiden. Das wird noch was. Tap up. Nochmal, genauso wie gerade. Push, cha-cha, push, cha-cha. Tango. Schnell rüber. Nochmal, push, cha-cha, push. Da kommt's. Tango. Vier. Nummer 2. Open up. Tap up. 4, 3, open up. Die Übergänge werden nachher noch ein bisschen herausfordern. Tap up. Nummer 3. Flick. Cha-cha.
Also, wir machen die Tabs raus. Ich bin mit dem Rücken zu dir, dass es nicht ganz so schwierig wird für dich. 4, 3, push, cha-cha, push, cha-cha. Tango. Rüber. Nummer 2, push, cha-cha. Oh, 1. Das dürfte mir nicht mehr zuhören. Komm, die Niki-Momente mal wieder. Jetzt, Nummer 2, open up. Das ist nachher der Übergang auch. Nummer 2. Nummer 3. Klick. Nochmal, Klick. Tab up. So, wollen wir es nicht üben? Wir schneiden gleich. Und zwar Nummer 1 auf rechts, Nummer 2 auf links, Nummer 3 auf rechts. Machen noch eine Tap-Pause rein. Und dann machen wir es auf der anderen Seite. Atmen. Step richten. 4, 3. Mambo Cha-Cha. Knee. In den Tango. Rüber. Nummer 2. Open up. Mambo. Servo. Auch wenn da die Musik jetzt schön gewesen wäre. Noch 4, 3. Nummer 1 auf links. Let's go. Rüber. Tango. Push rüber. Nummer 2. Open up. Flick. Tab up. Finale! Finale! Großes Finale! Atme mal tief ein. Und aus. Tief ein. Und aus. Tab up. Wir starten in 4, in 3, 4, 3, 2, let's go. Hup. Open up. Hup, hup. Kick. Flick. Nummer 1. Push. Cha-cha. Open up. Go.
2, open up. Flick. And go. Go, go. Und ich hoffe, du bist noch dabei. Mir hat es megamäßig Spaß gemacht. Atme mal tief ein und aus. Tief einatmen und ausatmen. Letzter. Und ausschütteln. Beine ausschütteln, Arme ausschütteln. Du hast es geschafft. Und vielen Dank fürs Mitmachen. Gerne. Bau natürlich hinten wieder das Cool-Trauen ein. Und auf jeden Fall musst du schauen, dass du dich da durchbeißt, weil es war wirklich mega mäßig. Ich mach nochmal die Musik an, aber ein bisschen leiser. Ich habe immer das Gefühl, am Schluss schreit. So. Eieiei. Schön, dass du auf jeden Fall dabei warst. Für einen Daumen hoch würde ich mich super mega mäßig freuen. Ich hoffe, dass dir die Choreo natürlich auch genauso Spaß gemacht hat wie mir. Und ja, was kann man sagen? Vielen Dank für alle, die mich weiterhin unterstützen und die jetzt beim Live Advanced gerade dabei sind, Live-Zoom-Kurs. Wenn du auch mal live mitmachen möchtest, dann schau auf jeden Fall auf meine Website www.stepupwith.me, mehr nicht. Und da findest du alle Informationen. Wie gesagt, auch für alle Events oder was ich sonst noch so treibe. Vielleicht hast du ja auch mal Lust, mit mir ein Step Personal Training zu machen oder auch für deine Kraft und deine Einschränkungen, die du hoffentlich natürlich nicht hast. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag noch und ich freue mich, dass wir so schön über den Stepper gewirbelt haben, dass ich heute mit dir ein bisschen üben konnte. Und ich bin jetzt super nervös schon wegen Samstag, freue mich aber auch mega mäßig. Und ja, jetzt bedanke ich mich bei dir. Bis dann! For the biggest, it's a comment.